Ja, wir haben das zentrale Rechnungseingangsportal des Bundes seit dem letzten November in Betrieb. Das ist der erste große Meilenstein. Und Ende dieses Jahres werden alle Bundesbehörden an dieses E-Rechnungsportal angeschlossen sein. Damit sind wir gut gerüstet für die Zukunft. Wir haben uns jetzt anderthalb Jahre lang mit der Konzeption beschäftigt, sind jetzt so weit, dass wir einen Anbieter ausgewählt haben, was ja auch sehr lange dauern kann, und sind jetzt in der fachlichen Konzeption mit dem Anbieter und hoffen jetzt bald richtig loszulegen. Hamburg ist sehr weit mit der Umsetzung, weil wir schon in 2018 100.000 E-Rechnungen verarbeitet haben. Das sind alle drei Formate, die wir verarbeiten: PDF, Zugpferd und X-Rechnung. Und die gesamte Hamburger Verwaltung, das heißt die gesamte Hamburger Kernverwaltung, ist angeschlossen an dieses System. Die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland und insbesondere diejenigen, die beispielsweise nur bis 10 Mitarbeiter haben, sind bisher noch nicht sehr stark mit der elektronischen Rechnungsstellung in Berührung gekommen. Und zwar insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir im Hinblick auf die Verwaltung unter elektronischer Rechnungsstellung die Übermittlung strukturierter Daten verstehen, damit die Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen das schafft, gerade bis zum Zieltermin April 2020 strukturierte Daten an die Verwaltung schicken zu können, sehen wir hier noch großen Aufklärungsbedarf, Informationsbedarf und eben auch Unterstützungsbedarf.